Hallo ihr Lieben, ich habe heute noch eine Rezension für euch zu einem Gruselbuch. Sag nie ihren Namen von James Dawson aus dem Carlsen Verlag. Das Ganze ist eine Klappenbroschüre. Noch ein Notizzettel. Schaut. Hat was um die. Ich habe vorher geguckt, habe es wieder vergessen. 200, nee, 300. 300. Ja, hat was um die 330 Seiten und kostet 12,99 €. Vom Verlag gibt es die Altersempfehlung ab 14 Jahre. Ich persönlich finde es ein bisschen zu früh. Ich würde noch ein wenig warten, denn das Buch war ganz schön gruselig. Hier dreht sich alles um die Legende der Bloody Mary. Und zwar spielt das Buch in einem Mädcheninternat. Und die Bobby, ihre beste Freundin und ein Junge aus dem Nachbarort vollführen dieses Ritual, wo sie sich um Mitternacht vor einen Spiegel stellen an Halloween mit einer Kerze und fünfmal den Namen von ihr sagen. Und das als eine Mutprobe gedacht ist, womit keiner gerechnet hat, ist, dass sie tatsächlich versucht, danach auf die Erde zu kommen oder beziehungsweise an die Bobby und ihre Freunde heranzukommen und denen auch etwas zeigen möchte. Und Bobby erfährt dann, dass sie eigentlich nur noch 5 Tage hat und nach diesen 5 Tagen sie die Bobby holen wird. Ich traue mich gar nicht, diesen Namen zu sagen. Ihr merkt es schon. Ich versuche es wirklich zu vermeiden, denn hey, ich fand dieses Buch echt gruselig. Also ich kenne so Festerbücher und sowas habe ich gelesen. Auch Stephen King lese ich sehr gern. Aber hier muss ich sagen, dieses Buch hat bei mir ein ganz schönes Kopfkino gemacht. Mein Mann war viel im Nachtdienst, weshalb ich habe es mich einen Abend getraut, aber habe dann wirklich 10-mal die Nachttischlampe angemacht und geguckt, ob da nicht irgendwas ist. Spiegel meide ich heute noch so gut es geht. Also ich schaue nicht so genau rein, weil ich nicht weiß, ob sie irgendwann hinter mir steht oder nicht. Und ja, also ich bin seit diesem Buch wirklich etwas schreckhaft jetzt geworden. Ich muss das ein bisschen ablegen. Es war wirklich schaurig. Also ich hatte auch Gänsehaut. Mir ist es auch mehrfach eiskalt den Rücken runtergelaufen. Gut, die Charaktere waren jetzt nicht so der Brüller. Also man darf hier keinen Page-Turner oder Bestseller erwarten, so vom Schreibstil her und von der Schreibart her ist das jetzt natürlich nicht weltbewegend. Aber der Autor hat einen guten Schreibstil, der sehr, sehr bildlich ist und der da wirklich die Bilder gut im Kopf entstehen lässt und explodieren lässt. Und ich glaube, da hat mir meine Fantasie auch ganz böse Streiche zum Teil gespielt. Und ja, also ich konnte mir das, hatte da so manchen Horrorfilm auch irgendwie im Kopf, so ich dachte viel an diese japanischen Horrorfilme, die arbeiten ja wirklich mit so Schreckmomenten und Schockmomenten. Wenig Blut, also hier fließt auch nicht viel Blut. Man darf jetzt hier nicht erwarten, dass da die Gedärme um einen rumspritzen und das Blut literweise fließt. Das nicht. Aber es kamen immer wieder diese kurzen Schreck- und Schockmomente, wo ich echt so kurz auch zusammengezuckt bin. Und das hat mir echt gut gefallen. Also ich war überrascht von dem Buch, hab damit jetzt so gar nicht gerechnet. Und ja, wie gesagt, also ich werde mich sicherlich mit keiner Kerze vor dem Spiegel stellen und ihren Namen sagen. Das werde ich mir schön verkneifen. Die Legende kannte ich schon vorher, fand die damals auch schon sehr interessant. Ich glaube, die kam in irgendeiner Serie, Supernatural oder so, kam, drehte sich auch alles um die Bloody Mary. Ich habe es gesagt. Oh mein Gott, ich habe es gesagt. Ja, drehte sich ja auch alles um sie und ja, also ich kann das Buch wirklich so, wäre so ein bisschen was schaurig, gruseliges, jetzt ohne Tiefgang und ohne die Hammercharaktere oder so erwartet. Also die waren nett hier im Buch, klar, aber ja, es soll ein Jugendthriller sein oder ein Jugendgrusel-Mystery-Buch. Ich weiß gar nicht, wie nennt man es denn? Jugend-Mystery-Buch und ja, der Geschichte merkt man es an. Klar, Mädcheninternat, Teenager, da gehen dann auch mal die Hormone mit denen durch und so. Und sie handeln vielleicht auch nicht so, wie man das gedacht hat. Aber die Schock- und die Horrorelemente hier drüben, ah, die waren richtig geil. Die waren richtig, richtig gut. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, ich war überrascht, werde von dem Autor sicherlich noch mehr lesen. Ich glaube, der hat sogar noch ein paar Bücher rausgebracht. Wenn ich mich traue, wenn mein Mann da ist und nur im Hellen und nur mit Licht an und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Mir hat es gefallen und ich sage.
Macht's gut.